Ich habe die neue Juicyfields Rückzahlungs- oder Auszahlungsoption getestet und im heutigen Video zeige ich dir, was passiert ist. Bevor wir ins Video gehen, natürlich am Anfang wie immer der Disclaimer: Stopp das Video und liest dir das hier durch. Dann weißt du, das ist keine Finanzberatung, das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Und wenn du nicht up to date bist, wie es bei Juicyfields aussieht, check auf jeden Fall die ganzen Videos auf meinem Kanal. Ich begleite den Prozess jetzt hier schon seit Monaten, immer mal wieder mit Updates, Videos, siehst du hier. Check das gerne aus. Ich würde mich freuen, wenn du auf jeden Fall ein Abo dalässt, damit du da auch keine weiteren News verpasst. Und wenn dir das Video heute gefällt, gerne auch einen Kommentar und einen Daumen nach oben, das hilft mir sehr. Also, bei Juicyfields gibt es insofern die Neuigkeit, dass man hier oben ja seine Balance hatte, wo man angeben konnte oder gesehen hat, wie viel Geld man noch ausstehen hatte von alten Juicyfields, wenn man so möchte. Und es gab jetzt ganz viele Anfragen, die in den Kommentaren gekommen sind, die sagten: Hey, probier das mal aus, guck mal, wie das funktioniert. Ich weiß nicht so richtig, was ich da machen soll. Und ja, deswegen habe ich es einfach mal gemacht. Also, ich habe einfach mal draufgeklickt auf die Zahl, die da stand. Das waren, weiß ich nicht, 300 € oder so bei mir. Und dann konnte man aussuchen: I need Coins, wo es dann um eine direkte Rückzahlung geht. Oder den anderen Text weiß ich nicht mehr so genau. Irgendwie sowas wie: Produkte sind auch okay. Also man sagt: Okay, ich nehme halt auch die Cannabis-Produkte, die ihr so anbietet. Und ich habe natürlich als erstes mal auf I need Coins gedrückt, weil das Liebste wäre natürlich gewesen, wenn die mir das einfach in Ethereum oder Bitcoin zurückgezahlt hätten. Das wäre super gewesen. Und habe ich halt gemacht. Dann gab es eine E-Mail, die auch angekommen ist. Die ist auf meine E-Mail-Adresse gegangen, mit der ich hier registriert bin. Das hat funktioniert. Und da war ein Link drin, den sollte man anklicken, am Telefon. Und ja, habe ich gemacht, habe ich auf dem Handy geöffnet das Ganze, draufgeklickt. Dann hieß es: Ja, Link is broken, funktioniert nicht. Okay, habe das Ganze auf dem PC gemacht, gleiche Nummer: Link is broken, funktioniert nicht. Also, das ging irgendwie nicht. Keine Ahnung, was das soll. Merkwürdig. Vielleicht ist es auch ein technisches Problem auf meiner Seite. Wenn es irgendjemand von euch probiert hat und es funktioniert hat, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid und schickt mir gerne auch Material, also Screenshots, E-Mails und so weiter. Dann mache ich da auf jeden Fall ein Update-Video zu, weil ich glaube, dass die Community da schon stark von profitieren würde. Ja, und weil das nicht funktioniert hat, habe ich dann eben die zweite Option genommen und gesagt: Okay, wenn ich kein Geld bekomme, dann wenigstens irgendwelche Produkte. Keine Ahnung, kann ich bei eBay verkaufen oder so. Auf jeden Fall kommt ein bisschen was bei rum. Und das sieht dann so aus. Dann habe ich eine Refund Balance jetzt bekommen von 66,27 Gramm. So, das heißt, meine Refund Balance wurde konvertiert in diese 66,27 Gramm medizinische Produkte, was auch immer das bedeutet. Und ja, das ist meine Case-Nummer, die ich jetzt hier bekommen habe, die ich mir merken soll. Okay, mein Screenshot. Und dann heißt es: Juicyfields wird mich kontaktieren, um ja die Anfrage zu bestätigen und wahrscheinlich auch um den weiteren Prozess zu klären. So wie ich das verstehe, müsste ich jetzt irgendwas aus dem Juicyfields Store bekommen. Da können wir mal reinklicken, gucken, was es da so gibt. Gut, auch wieder sehr schön, Fehlermeldung. Naja, gibt es halt nichts. Coming soon. Keine Ahnung, ob die mir jetzt irgendwie 66 Gramm Cannabis schicken wollen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sehr, sehr merkwürdig und passt natürlich ins übliche Juicyfields-Bild. Was bei der ganzen Nummer mich nach wie vor irgendwie ein bisschen merkwürdig stimmt, ist, wenn es einfach nur ein Scam ist, dann werden die mit der Kohle abgehauen, die Website wäre down, nichts mehr würde funktionieren. Ich glaube, die Situation hier ist viel, viel komplizierter, ohne dass ich es wirklich durchschaue. Ich glaube, was wirklich hilft, ist, wenn man sich hier diese Cannabis Cowboys Serie mal reinzieht, da gibt es Hintergrundinformationen. Das ist eine verworrene Geschichte. Ich bleibe auf jeden Fall dran, wenn ich hier eine E-Mail von denen bekomme, wegen, hier, was sie hier sagen, wegen den Produkten. Mal sehen, was ich da bekomme, ob ich da tatsächlich irgendwas zugeschickt bekomme. Die müssten ja eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, von der Registrierung sogar meine Adresse haben aus dem KYC. Also wären die sogar in der Lage, mir Sachen zu schicken. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Wie gesagt, wenn irgendjemand von euch das gemacht hat und damit Erfahrung hat, dann hier auf jeden Fall ganz klar der Aufruf: Schickt mir die Infos. Ich hätte echt Bock, darüber nochmal ein Video zu machen, da nochmal ein bisschen aufzuklären, wie ist der Stand der Dinge, was passiert gerade. Meine Kontaktdaten sind hier in der Infobox, am besten per Telegram, aber ihr könnt mich auch per E-Mail erreichen, was immer euch lieber ist. Auf jeden Fall würde ich gerne da ein paar Cases vielleicht vorstellen,
wo es funktioniert hat, wo es nicht funktioniert hat. Ich mache gerne ein Follow-up dazu. Ja, das ist eigentlich im Prinzip auch für heute der Stand der Dinge bei Juicy Fields. Ich hätte euch gern mehr gezeigt, aber wie ihr hier seht, da geht gerade nicht viel. Das ist im Augenblick ein bisschen stuck. Und ja, sobald ich mehr weiß, gibt es ein Update. Auf jeden Fall danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.